sich ausgeht. Ich bin sehr gespannt. Eben schon gegen die gespielt, hart verloren. Also, ja, mal gucken. Sie sehen jeder auf seinem Main. Und es geht direkt los hier bei Ruven, der seinem Teampartner zur Hilfe kommen will, aber direkt auch schon die, weiß ich gar nicht, wie diese Leiste heißt bei Joker, Phantom Gouge oder sowas auflädt. Wir sehen hier also Joker sehr early und was Prozentzahl angeht, relativ ausgeglichen noch, aber tatsächlich macht da der Arsene schon einen Unterschied. Ich bin mal gespannt, ob er hier einen Kill holen kann, bevor Joker, hier Arsene weg ist. Wir sehen beide hier gerade offstage. Mal schauen, wie sehr sie er. Okay, also es ist auf jeden Fall ein Setup hier an der Edge. Oh, sehen wir hier gleich. Oh, okay, die bekommen den Kill, ohne dass hier Arsene noch ein zweites Mal ausgelöst wird. Koshi hier mit 79%. Versucht es mit dem Grab, wie wir es von Luigi-Spielern kennen. Oh, okay. Arsene ist wieder online. Koshi macht hier Pressure under Edge. Oh mein Gott, was passiert hier? Alle auf einem Platz, aber hier Skeddy 12 mal wieder mit dem Up-Tilt. Okay, oh, schön gecombo. Down throw into back air hier von Koshi. Und wir sehen, jeder hat seinen Stock verloren. Es ist praktisch even. Ein bisschen Prozente auf Ares. Koshi, Ray und Ares, Nummer 1 und 2 aus MacPom. Und das hat man im Set davor auch gesehen, also dass die offline gespielt haben. Sehr gut gespielt. Sehr, sehr clean. Deswegen bin ich mal gespannt hier. Zwei starke Spieler aus dem Norden dagegen spielen zu sehen. Im Moment ist es relativ ausgeglichen. Oh, ich dachte schon, da kommt jetzt gerade hier ein Spike auf der linken Seite von Koshi Ray. Versucht es hier mit dem Tornado. Nicht ganz. Jetzt gerade auf jeden Fall ganz gutes Pressure von Team Grün. Aber Rufen kommt, Skeddy zur Hilfe. Es sind auf jeden Fall beides ziemlich gute Teamspieler. Also ich meine jetzt Skeddy und... Oh, Nikita dauert zu lange. Skeddy und Rufen, die aber eigentlich nie geteamt haben zusammen. Bin mal gespannt, wie sehr sie sich ergänzen. Man hat auf jeden Fall schon ein paar sehr soziale Aktionen von Rufen gesehen. Dafür kassiert er aber hier gerade den Mörser von Skeddy. Verliert den Stock, genauso wie Ares und jetzt auch Skeddy. Und wir sehen, außer Koshi sind alle auf dem letzten Stock. Natürlich dürfen die jetzt nicht zu aggressiv spielen gegen Koshi, einfach weil dieses Kombo-Potenzial von Luigi immer da ist. Vor allem am Anfang. Oh. Oh, schön. Oh Gott, dass er hier gerade nicht den Konter ausgelöst hat. Sehr schön von Skeddy, aber leider kein Punish auf ihm drauf. Wir sehen also immer noch den Stock hier auf Koshi. Der Stock-Tank ist mit Luigi, mit einem Charakter wie Luigi. Floaty. Den sieht man nicht so häufig. Er spielt sehr gut Patient. Ja, wir sehen so ein bisschen, dass Team Blau jetzt versucht, so ein bisschen nach den Kills zu fischen. Was ja auch eigentlich keine schlechte Idee ist, einfach weil Ares schon... Oh! Ares schon auf dem letzten Stock ist. Oh mein Gott, das killt fast. Der Backthrow hier eben gerade fast gekillt. Und wow, gutes Setup gerade gegen Rufen. Schafft es hier mit dem Konter. Oder Rebel Gouge oder was auch immer. Den Stock zu holen. Fuego im Chat, sehr schön. Da freut man sich. Gut, das 2v1 hier gerade von Skeddy gegen Team MacPom. Kann er das noch schaffen? Wird schwierig, aber es ist auf keinen Fall unmöglich. Skeddy auf jeden Fall ein sehr starker Spieler, auch im 2v1. Ja, er versucht es hier mit jedem Trick, aber Team MacPom versucht es auf jeden Fall. So, okay, das war's, der Chop. Chop gegen den Stiefel und das 1:0 hier für Koshi Ray und Ares. 13:19. Entschuldigung. Ja, hier, erstmal ein Tee, ne? Ja. Dampfender, heißer Tee. Mal sieht man nicht, okay. Dann nicht. Was mache ich mir denn mal hier? Süßholz mit Minze, das klingt doch gut. Ja, ich habe hier italienische Limone,
Kann ich auch nur empfehlen, obwohl ich habe noch keinen Schluck getrunken, ist zu heiß. Thermos kann funktionieren gut anscheinend. Ja, auf jeden Fall. Also beste Idee, Wasser hinstellen bei den Kommentatoren. Richtig heftig, dann fühlt man sich nicht wie staubtrocken in der Wüste. Okay, also guter Anfang hier gerade schon von Team Blau. Hier gerade mit einem guten Combo loslegen. 64% hier schon drauf auf Luigi. Ja, beide so. Also ich finde es immer schön, wenn man nach dem ersten Game so ein bisschen Adaption sieht und sodass praktisch der nächste Gang eingeschaltet wird. Mhm. Oh, oh, kann Luigi überleben? Oh, kann Luigi überleben? Ja, ich glaube schon. Nein! Ah. Oh, Sketty, der in Smash 4 Luigi gespielt hat, kennt sich auf jeden Fall bestens aus mit diesem Charakter. Guter Job hier gerade von Koshi, wichtiger Job. Okay, Rufen hier mit seinem Edge Pressure, wofür er auch bekannt ist. Er macht hier Druck gegen Koshi, läuft aber zu Aris rüber. Es kommt leider nichts aus der Situation raus. Sowohl Aris als auch Sketty hier gerade Stock Tank, aber nicht mehr lange. Koshi mit der Kopfnuss, Eisenschädel, Rufen mit dem Down Smash und wir sind hier wieder even. Okay, Aris, kleine Combo, laddert ein bisschen. Oh, das könnte viel Schaden machen. Nein, wird hart gepunished von Rufen. Gutes Timing hier gerade von Team Blau. Oh, und wir sehen wieder Arisen on deck. Ja, oh, und ein Early Kill hier gerade von Aris. Schafft es als erstes, Team Blau auf einen Stock zu reduzieren. Schöne Combo. Ja. Aber killt nicht. Die Dash Attack trifft seinen Teampartner. Arisen sagt goodbye. Mal schauen, ob Sketty hier wieder ein Setup gegen Luigi bekommt, den er natürlich bestens kennt. Vielleicht nicht in Ultimate, aber Luigi war auch schon in Smash 4 am Struggeln mit der Recovery. Vielleicht jetzt sogar ein bisschen mehr. Oh, okay. Oh, und der Shield Break. Kann er da was? Ja, schafft es ihm aus dem Shield Break raus zu hitten. Und wir sehen leichte Vorteile bei... Sehr leichter Vorteil. Ja. Also kann wirklich mit jedem... Okay, Rufen erledigt's und event das Ganze aus. Macht ein bisschen Schaden auf Aris. Gut, es wird hier also noch einmal spannend. Welches Team kann sich hier durchsetzen? Wir sehen immer noch einen frischen Arsen, der hier auch ordentlich Druck macht auf Ruben. Und Team Blau schafft es auch nicht, irgendwie an ihn ranzukommen. Okay, schöner Tornado. Wir schaffen es nicht, Koshi hier für den Air Dodge zu punishen. Okay, vielleicht Team? Nope. Etwas zu schnell. Ja, also Sketty spielt schon auf jeden Fall ziemlich gut gegen Luigi. Okay, ein Mörser in der Luft. Grab. Ah, okay, hat da was anderes erwartet. Aber Aris rollt zur Edge. Und Sketty saved Rufen. Es wird hier jetzt gerade Nailbiter. Also wir sehen hier schon wieder Arsene. Aber ein Hit. Oh mein Gott, er überlebt. Und... Oh mein Gott, da ist ein Kill für Team Blau. Koshi hat jetzt noch die Chance auszugleichen. Oh, die Backair killt nicht. Hier gerade alle um die 120%. Oh mein Gott, das hat Koshi selbst nicht kommen sehen. Hat er gerade versucht zu DI'en. Up Air. Das ist ja noch ein Nailbiter. Koshi, Ray und Aris könnten das hier 2-0 gewinnen. Aber oh, hat er versucht in den Mörser zu schmeißen und der F-Smash. Und es ist 1-1. Der Norden bleibt im Rennen. Es ist der Ausgleich. Okay, das ist schon mal ein ziemlich gutes Game gerade gewesen. Sehr hype. Absolut. Das hätte jetzt gerade auch ganz gut in die andere Richtung ausgehen können. Auf jeden Fall, ja. Also gerade Luigi ist auch ein Charakter, der dann doch auch diesen Random-Faktor hat. Also die Side-B von Luigi, da fliegt da wie so eine kleine Rakete. Fliegt er da rum und super langsam, so
Aber es kann sein, ich weiß nicht, wie die Chance ist, vielleicht 8% oder 12%, wer weiß, auf jeden Fall. Manchmal hat er einen Missfire, nennt sich das. Dann fliegt er wie so eine richtige Rakete und macht mega Damage, kann super früh killen. Es hätte sein können. Es kam gerade keine Side B von Koshi. Die Down B aber hat auf jeden Fall auch diesen Random-Faktor dadurch, dass es eine Windbox hat. Eine Windbox ist das praktisch um ihn rum, die Gegner so ein bisschen rumflattern, also in ihn reingezogen werden, von ihm weggezogen werden. Ja, und auch das ist halt ein Random-Faktor, der für Kills sorgen kann. Jetzt gerade haben wir es nicht gesehen, deswegen sehen wir hier das 1:1 Team Norden gegen Team MacPom im Grand Finals. Ach ja, Moment, wir sind ja in den Semifinals. Genau, da warten auf jeden Fall noch Dafung und LDT, Splash Mage auch genannt. Auf der anderen Seite im Grand Final warten Niceface und SDN, sowie Predicted, sehr starkes Team hier aus dem Norden. Oh, und das ist auf jeden Fall ein Arsene hier direkt. Mal schauen, ob noch ein bisschen Damage auf ihn raufkommt, aber es sieht, ja, hier die Granaten auf jeden Fall, Trades, die man auch haben will, gegen Joker dann. Oh, muss da aufpassen. Wow, richtig early hier gerade gekillt. Ja. Nikita, man kennt's von Snake. Wie lädt sich dieser Arsene eigentlich auf? Also Arsene lädt sich auf, wenn Joker Damage frisst. Mhm. Mit der Zeit lädt sich das ganz langsam auf. Und hier, Joker hat eine Attacke, die Down B. Das ist sowas wie ein Konter, bei der du, wenn du eine Attacke tankst, praktisch die Gouge sich sehr stark auflädt. Und sobald Joker draußen ist, geht die Bar halt runter. Sobald sie auf Null ist, fängt er wieder bei so viel an und hat keinen Arsene mehr. So, Ares wieder tot, aber hier die Abi sehr schön gemacht von Koshi. Oh mein Gott, Early Kill. Sketty. Wow. Sketty hier mit der Brawl Aggression, hier mit der Fair, schöner Spike. Und das sind gute Double Sets. So liebe ich meine Double Sets. Schön koordiniert. Sketty hier, man hat es gesehen, immer mit dem Mörser, macht gerne ein bisschen Druck auf der Stage. Oh, sehen wir noch einen Spike. Oh mein Gott, Sketty hat es nochmal versucht, aber jetzt hier in der schlechten Situation kann er nochmal rankommen. Koshi macht ordentlich Druck, aggressiv, aber Tech von Sketty. Sketty hat auch eine C4 auf ihm drauf, da hat man die Missfire gesehen. Und überlebt er das? Nein, genau, da hat ihn die Missfire nämlich, das war der Random Factor, der hat gerade gekillt einfach. Und jetzt sehen wir hier, oh mein Gott, 5 Stocks einfach. Und yo, die Combo hier gerade richtig gut gespielt. Hier gerade von Team Blau. Sketty 12 und Rufen. Doubles, Losers, Finals. Richtig gut gespielt. Hammer. Absolut. Also sehr gutes Set von beiden Teams. Ja. Letztes